Guck mal, hier kannst du kostenlos Probe schlafen. Was ist das denn? Sind jetzt auf dem Wohnmobilstellplatz direkt. Moin! Herzlich willkommen zum neuen Video, diesmal von der deutschen Nordsee. Und aktuell sind wir hier in Dornumersiel am Campingplatz. Und heute machen wir uns mal auf den Weg nach Gretsiel und danach nach Norddeich. Wir haben uns hier den Nordseeflitzer reserviert für 4 Stunden. Den kann man sich hier am Campingplatz mit der Nordsee-Card kostenlos reservieren. Richtig cool. Deshalb fahren wir heute nicht mit unserem Bus. Wir fahren heute Mini. Ich glaube, das ist eine E-Karre, ne? Ja, ein Mini-E-Karre. Schauen wir mal. Viel Spaß. Wenn du stecken bleibst, fahre ich alleine. Machen wir uns jetzt mal auf zur Rezeption und holen das Auto ab. Als erstes geht es jetzt mal nach Gretsiel. Und wie fährt die Kiste? Ja, bis jetzt okay, ne? Ich bin zu schnell schon. Können wir mal beide Hände ans Lenkrad nehmen? Der Fahrlehrer war wieder nebenan. Sind jetzt in Gretsiel angekommen bei tollem Wetter und jetzt gehen wir mal durch die Stadt hier. Gretsiel ist mal wieder ein Ausflug wert. Das ist echt süß hier. Wenn euch wundert, warum das so leer teilweise war, weil wir montags morgens 11 Uhr noch haben. Wir sind relativ früh dran. Die Geschäfte hatten teilweise noch geschlossen hier. Aber es lohnt sich ja immer wieder. Das ist echt, Gretsiel ist auf jeden Fall schön. Und weiter geht's mit unserem Nordseeflitzer nach Norddeich. Da sind wir mal gespannt, weil da soll sich so viel verändert haben und wir waren schon länger nicht da. Da müssen die alles umgebaut haben. Mal schauen. Wollte ich euch gerade erzählen, wie cool das mit dieser EasyPark-App ist, weil man kann die Zeit immer wieder verlängern. Wenn wir jetzt hier noch länger brauchen, kann man das von fern
über diese App verlängern. Das ist richtig cool. Nur, wir haben unser Kennzeichen von unserem Bus ja da gespeichert. Und die Anja hat nicht aufgepasst. Wir haben ja das Leihauto. Dann hat das falsche Auto da geparkt. Mal schauen, ob wir dann ein schönes Knöllchen in Greetsiel bekommen. Aber jetzt haben wir es geändert. Jetzt hat sie es gemerkt. In Norddeich gibt es kein Knöllchen. Natürlich will die Anja zum Hundestrand. Natürlich. Hier am Hundestrand haben sie Strandkörbe für Herrchen und Hund extra. Die sind total niedlich, die kleinen Strandkörbe. Und Frauchen. Und im Gegensatz zu unserem letzten Besuch hier in Norddeich hat sich das schon ordentlich verändert, aber ist auch echt schön geworden. Ja, bei dem Sommerwetter ist das natürlich hier rappelvoll. Ich glaube, das ist der vollste Ort hier oben an der Nordsee. Also schon echt richtig was los. Jetzt geht's zurück nach Dornumersiel, weil das Auto hat man nur 4 Stunden. Entweder kann man sich aussuchen vormittags oder nachmittags. Wir haben das jetzt vormittags genommen, weil es heute auch richtig heiß ist. Dann können wir nachher mal in den Pool da springen. Wir haben so einen Meerwasserpool auf dem Campingplatz. Da ist heute das richtige Wetter für. Nochmal ausnutzen, weil ich glaube, Mitte der Woche wird das Wetter schlechter, hast du gesagt. Ne? Ich glaube, ab morgen schon, ja. Dann kommt der ein oder andere Schauer. Wobei 5 Grad kühler wäre jetzt auch nicht dramatisch, weil wir haben mittlerweile, glaube ich, über 30 Grad. Völlig verrückt. Mitte September. Haben jetzt einen coolen Nachmittag am Pool verbracht, gerade noch geduscht und jetzt gehen wir mal zum Hafen in Dornumersiel und schauen mal, ob wir noch was zu essen kriegen. Ich würde Fisch nehmen. Ja, ich auch. Mal gucken, was sie haben. Guck mal, hier auf den Pfosten hast du Fischgerichte. Gerade auf dem anderen war das auch schon. Kannst du schön einen Porree-Fischauflauf machen für 4 Personen. Kannst du mir morgen lecker machen. Hast du so einen großen Hunger für 4 Personen? Guck mal hier auch, Schollen mit Lauch, Zwiebeln und Krabben. Hier ist nur für 2 Personen. Ich habe eine Abkürzung genommen, wie durch die andere Tür. Dann mal guten Appetit. Guten Appetit. Haben jetzt lecker gegessen und sind so richtig satt. Und jetzt lassen wir hier noch schön den Abend im Hafen von Dornumersiel ausklingen. Ich glaube, ein Sonnenuntergang wird das nicht, so diesig. Ja, leider. Morgen fahren wir weiter. Da geht es dann nach Bensersiel. Das ist ja nicht weit, das ist ja hier direkt nebenan. Und dann fahren wir nach Neuharlingersiel.
Mal schauen, auf dem Stellplatz, Campingplatz, mal gucken. Moin, jetzt geht's nach Bensersiel. Einmal aber alles entsorgen. Abwasser raus, Toilette entleeren und Frischwasser drauf. Auf nach Bensersiel. Heute mal wieder mit unserem Bus. Guck mal, die haben hier auch einen richtig tollen Strand, ne? Ja, vor allen Dingen kannst du mal vom Sand ins Wasser laufen, ne? Jo. Aber guck mal, wie eng die Strandkörbe stehen. Ja, verstehe ich auch nicht. Da ist so viel Platz. Das verstehe ich auch nicht. Vielleicht, weil Ende der Saison ist. Guck mal, hier ist richtig Strandcamping, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie stehen direkt am Strand. Aber wenn das hier richtig fegt, dann hast du Sand in der Bude. Dann hast du Strand im Bus. Ist hier ein Winter-Bomo-Stellplatz auch. Jetzt fahren wir weiter nach Neuharlingersiel. Und da werden wir übernachten. Gucken wir mal, ob wir auf den Campingplatz oder auf den Stellplatz gehen. Mal schauen. Wir sind jetzt auf dem Wohnmobilstellplatz direkt in Neuharlingersiel. Der ist ganz cool gelegen. Man steht hier direkt mit Meerblick. Nettes Plätzchen hier, ne? Mit Meerblick. Was zahlen wir jetzt hier für eine Nacht? 26 Euro. Boah, aber mit Kurtaxe. Inklusive Kurtaxe, aber sonst geht auch alles extra. Toilettenentsorgung extra, Frischwasser extra. Gut, dass wir das gerade noch gemacht haben. Die ziehen ja auch immer mehr an, ne? Mhm. 26, du stehst ja nur auf so einem Schotterparkplatz hier, ne? Ja, gut, 20 Euro die Übernachtung und 6 Euro Kurbeitrag. Ich meine, dafür kann der Platz ja nichts, ne? Ne. Guten Appetit. Ja. Machen wir uns mal auf den Weg zum Hafen hier in Neuharlingersiel. Und dann schauen wir mal am Campingplatz vorbei, was da eine Übernachtung kosten würde. Das würde mich echt mal interessieren. Mhm. Weißt du, wie viel dem schon mal im Hintern gepackt haben? Jetzt hat es angefangen zu regnen. Wir waren gerade an der Rezeption, mal nachfragen. Aber die haben uns nur eine Preisliste mitgegeben, weil es gibt ganz viele Kategorien. Müssen wir gleich mal uns den Prospekt anschauen. Aber so teuer war das gar nicht, ne? Nee, also zumindest der Wohnmobilstellplatz, den die hier auf dem Campingplatz haben, der ist auch nicht teurer als da. Schauen wir mal. Und da hat man natürlich hier Duschhäuschen und alles. Riesenplatz hier in Neuharlingersiel. Gegen Abend hat jetzt das Wetter noch mal ein bisschen aufgerissen und wir konnten noch mal so ein bisschen spazieren gehen.
Ja, und wir haben mal geguckt, was der Campingplatz kostet. Also ein vergleichbarer Platz wie der hier von der Größe kostet dann nur 2 Euro mehr. Und dafür hätte man dann alle Annehmlichkeiten des Campingplatzes. Ja, hier also, hast du auch gar keine Fähr- und Entsorgung eigentlich, ne? Ja, also Abwasser geht nicht, Toilette entleeren kannst du, Wasser ziehen kannst du auch, musst aber bezahlen dafür. Ne? Aber dafür hat man einen coolen Blick. Genau. Man sieht das Meer, wenn es denn da ist. Im Moment ist es ja gar nicht da. Genau. Ja, dann haben wir lecker noch gegessen und jetzt müssen wir gleich abspülen. Komm, schnick, schnack, schnuck. Ich habe eine bessere Idee. Wenn du die ostfriesischen Inseln aufsagst, von Holland ausgehend, bis zum Ende, fehlerfrei, dann spüle ich. Okay. Wenn da ein Fehler drin ist, spülst du, okay? Okay. Ah, warte. Ja, ich muss ja kontrollieren. Ich habe doch keine Ahnung, welche Insel wo ist. Also hier gegenüber ist Spiekeroog, weiß ich. Mhm. Von Holland aus, ne? Ja. Warte. Wir können starten. Borkum, ja. Jüst. Ja. Norderney. Auch richtig. Baltrum. Ja. Langeoog. Warte. Ja, stimmt auch. Spiekeroog. Stimmt auch. Die ist ja hier. Wangerooge, stimmt auch. Und dann noch die Vogelinsel Minsener Oog. Und dann gibt es noch so eine kleine, die heißt Mellum. Aber ich glaube, das ist alles nicht bewohnt. Boah, ich werde verrückt, ey. Na, wer spült? Meine Frau ist wieder doof. Du wolltest das so. Ja, ich spüle dann. Viel Spaß. Heute haben wir uns mal Fahrräder gemietet und fahren jetzt am Deich entlang nach Halesiel. Und dann fahren wir am Kanal Richtung Karolinensiel. Das liegt ja dann so ein bisschen im Landesinneren. Und dann geht's wieder zurück. 20 Kilometer hast du gesagt? Circa, ja. Schaffen wir. Was ist das denn? Alarm. Was für ein Alarm? Notfallalarm. Probewarnung. Bundesweiter Warntag. Okay. Kaum fährst du Fahrrad, ist Probealarm hier. Wieder auch. Ach, ist das bei mir auch? Ich dachte schon, die warnen die Bevölkerung, weil du Fahrrad fährst. Cool, überall piepst, ne? Alle Radfahrer halten an und gucken in ihre Hosentaschen. Aber funktioniert. Aber der Stellplatz hier ist auch cool gelegen, ne? Direkt am Wasser. Und da am Strand. Ja, ist alles direkt vor der Tür hier, ne? Und ein Schwimmbad. Und da hinten ist der große Campingplatz. Hier im Seelhafen von Karolinensiel
liegen ganz viele holländische Schiffe, so Plattbodenschiffe. Jetzt machen wir uns auf den Rückweg und das Wetter ist ganz cool geworden. Die Sonne kommt hin und wieder raus. Setzen wir uns jetzt gleich noch ein bisschen an den Bus in der Sonne. Und morgen haben wir was richtig, richtig Cooles vor. Da freue ich mich schon drauf. Aber dazu morgen mehr. Wir haben uns heute Morgen schon ganz früh auf dem Weg wieder nach Halesiel gemacht, da wo wir auch gestern mit dem Fahrrad waren. Zum einen, weil man nur 3 Tage auf dem Stellplatz in Neuhalingersiel stehen darf. Und zum anderen, weil wir uns einen Flug, also Hin- und Rückflug, nach Wangerooge gebucht haben. Da freue ich mich schon voll drauf. Das Wetter ist toll und da hat man bestimmt einen richtig coolen Blick oben vom Himmel aus. Ich bin gespannt. Jetzt hier den letzten Stellplatz in Halesiel ergattert und jetzt mal schnell zum Flughafen, weil gleich geht der Flieger. Jetzt sind wir am Flughafen angekommen. Da ist die Startbahn und da steht auch schon ein Flieger. Das wird bestimmt voll cool. Das war echt richtig cool. Aber das Ganze hat nur wie lange gedauert? 5-6 Minuten, irgendwie so. Das war ganz kurz und schmerzlos. Gestartet, ein paar Bilder gemacht und gelandet. Wahnsinn. So schnell. Jetzt schauen wir uns mal hier die Insel an. Das Wetter ist echt super schön. Ich habe auch Badehose dabei. Hast du auch deinen Bikini dabei? Ich habe ihn dabei, ja. Ja, dann können wir gleich mal ein bisschen an den Strand und die Insel uns ein bisschen angucken. Nee. Nee.
Jetzt erstmal eine kleine Stärkung. Die Kuchentante kriegt wieder Kuchen. Was hast du denn da für einen? Waldfrucht. Waldfrucht? Mhm. Ja, und dann geht's auch gleich schon wieder zum Flieger. Um 17 Uhr geht's zurück. So ein Tag verfliegt ja auch immer ganz schnell. Jetzt sind wir wieder hier am Flugplatz angekommen. Gleich geht unser Flieger zurück. Und innerhalb von einer Viertelstunde ist alles erledigt. Boah, das geht so schnell. Einchecken, starten, fliegen, landen und loslaufen. Alles in einer Viertelstunde. Das ist echt der Hammer. Aber einmal ein cooler Blick. Nach dem fantastischen Tag gestern mit dem Flug nach Wangerooge machen wir uns nun heute auf den Weg nach Schillig. Und da soll ja ein richtig cooler Sandstrand sein. Wollen wir uns mal anschauen. Schillig, den Ort, da haben wir jetzt nichts gefilmt, das hat sich nicht gelohnt, da waren 3-4 Restaurants und das war es dann auch. Und deshalb gehen wir jetzt zum Strand. Guck mal, hier kannst du kostenlos Probe schlafen, direkt an der See. Da kannst du erstmal gucken, ob das Campen überhaupt was für dich ist. Ja. Übernachtung mit Meerblick. Aber ist doch cool gemacht. Wenn einer noch nicht weiß, ob er für Camping ist, kann er mega. Hier mal eine Probenacht. Ja, mega. In was für einem Ambiente hier, ne? Dann auch noch kostenlos. Bitte. Also, wenn er hier steht, danach kauft er. Aber so schön steht man ja nicht immer, ne? Nee. Ja, hier in Schillig ist echt einer der schönsten Strände in diesem Teil oder an diesem Teil der Nordsee.
Hier kannst du wirklich lange am Strand spazieren gehen und auch, was echt schön ist, wie ganz normaler Strand, vom Sand ins Wasser. Ja, wir beenden jetzt hier dieses Video. Die Nordsee hat uns wieder richtig gut gefallen. Man muss das natürlich mögen mit Ebbe und Flut. Haben schon einige gehört, die das nicht so mögen. Uns gefällt das. Wir hatten aber jetzt auch Glück, tagsüber war immer Wasser da. Unser Bus muss jetzt erstmal in die Werkstatt. Da gibt es ja einige Reparaturen zu erledigen. Und die Zeit nutzen wir, um Freunde und Familie dann zu besuchen. Und dann haben wir schon richtig coole Pläne für danach. Ja, wäre schön, wenn ihr unseren Kanal abonniert und ein Like für das Video. Ja, und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.